Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich wünsche euch erstmal allen einen schönen vierten Advent. Ja, in zwei Tagen ist ja dann Heiligabend und ja, wir haben heute was vor, was ganz Spezielles. Und zwar sorgen wir für ein bisschen Ordnung im Inventar und werden unsere Begleiter ein paar ja, vorzeitige Weihnachtswünsche erfüllen, sag ich mal so. Denn wir haben ja hier die Waffe aus dem Kalender, ja, aus dem Adventskalender hier im 20. Türchen bekommen. Und ich habe mir so überlegt und wurde auch ein paar Mal darauf hingewiesen in den Kommentaren. Und ich hatte auch wirklich sehr lange überlegt, nehme ich jetzt die Waffe oder nehme ich sie nicht? Und ich hatte ja erst so gesagt, die Spanne würde ich ungern einbußen. Allerdings muss ich dazu sagen, der Durchschnittsschaden ist schon deutlich, deutlich stärker und die Attribute plus 52 auf die drei Hauptattribute ist auch schon sehr, sehr viel. Ja, vor allen Dingen für mein Level, also das bekommt man halt nicht so schnell. Und ja, dazu ist ja auch noch plus 13% Feuerschaden da drauf. Das hat ja meine jetzige Waffe auch noch gar nicht. Die hat ja noch gar keinen Runenbonus, so alt ist die schon. Und deswegen werden wir heute Folgendes machen. Das ist auf jeden Fall das Erste, was wir machen werden. Wir werden die neue Waffe ausrüsten. Ja, das werden wir tun. Und das Ganze auch so wie bei der alten Waffe erstmal fünfmal verbessern. So, dann bezahlen wir 32k. Und dann haben wir die Waffe hier drin. Das ist eine aktuelle Waffe, deswegen werden wir dort den besten Edelstein einsetzen. Und zwar werden wir hier den... Ja, da haben wir meinen... Ich glaube, das ist mein allererster Black Gem, der über 1000 geht, ja. Ja, die Mine macht sich langsam bemerkbar, sag ich mal. Und den werden wir jetzt hier reinsetzen. Das ist auch ein sehr krasses Upgrade. 1001 mal 2 gegen hier 441 mal 2. Also das ist schon... Alleine das ist jetzt schon ein krasser Unterschied. Hätte ich natürlich auch schon vorher machen können. Aber ich wollte noch ein bisschen warten, bis ich eine aktuelle Waffe habe. Die habe ich jetzt. Das Ganze verzaubern wir natürlich auch gleich, damit wir das nicht vergessen. So. Und jetzt ist quasi alles so wie vorher. Nur, dass ich jetzt eine etwas bessere Waffe drin habe mit etwas niedrigerer Spanne, aber deutlich besseren Werten. Und jetzt machen wir Folgendes. Dadurch, dass ich ja jetzt... Das ist auch übrigens ein Grund, warum ich die Waffe jetzt wechseln möchte. Dadurch, dass wir jetzt die Dauerschleife der Idole komplett bezwungen haben, kommt jetzt eigentlich, zumindest sollte jetzt kein Gegner mehr kommen, außer vielleicht in den nördischen, bei den nördischen Göttern, so ein Berserker vielleicht, der mich one-hittet, der mein Magier one-hittet oder mein Marquard one-hittet. Wir hatten ja damals bei der Dauerschleife der Idole, sind wir ja bei den Begleitern auf eine Attributswaffen gegangen. Ja, alle meine Begleiter haben hier eine Attributswaffen, also normale Waffen halt. Und das war halt aus dem Grund, dass die eh alle geone-shottet werden. Und da ist es egal, wie viel Leben meine Begleiter hatten. So, jetzt haben wir aber nur Gegner vor uns, die uns nicht one-shotten können. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr Leben zu stacken und vielleicht ein, zwei Hits mehr auszuhalten. Ja, also das heißt, wir werden dem Marquard jetzt meine alte Waffe geben. Die hat zwar ein bisschen, ja, also die ist zwar ein bisschen schlechter auch in der Spanne, aber natürlich von den Werten her unglaublich krass, auch fünfmal verbessert. Und ja, das werden wir jetzt hier ihnen geben. Ich kann mir vorstellen, dass durch diesen Switch jetzt mein Marquard eventuell ein, zwei Hits mehr aushalten kann, alleine durch die Ausdauer schon sehr enorm krass. Ja, wir boosten zwar jetzt ein bisschen Intelligenz ein, so ein bisschen Schaden, aber dafür ist es halt worth, sag ich mal. Wir haben halt keine Gegner mehr, die uns one-shotten, deswegen ist es eigentlich, denke ich mal, ganz klug, ein bisschen auch wieder auf Dreier-Attributs hier umzustellen, anstatt auf die anstatt auf die normalen Waffen. So, und jetzt haben wir quasi das erste schon geschafft. Ja, jetzt hab ich und mein Marquard, denke ich mal, ein ganz gutes Upgrade. Dann hatte ich mir überlegt gehabt, weil wir die Schuhe ja auch schon so lange im Inventar haben hier, dass diese Schuhe meine Kunigunde bekommt. Ja, dann hatte ich mal geguckt, die geben plus 62, das ist ganz nice. So, allerdings ist bei der Kunigunde sind die aktuellen Schuhe 6-mal verzaubert.
Und 762 plus 149 sind irgendwie 911 oder so in etwa. Also immer noch besser als die Schuhe, die ich ihr jetzt geben würde. Ich würde die noch zweimal verzaubern oder so. Dann kommt es aber wahrscheinlich immer noch nicht ran. Allerdings würde ich mir auch ganz gerne die Kristalle schnappen. So, ne? Ja, ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich werde das tun. Ich werde also ein bisschen ein paar Attribute einbußen, sag ich mal. Dafür hole ich mir aber hier die Kristalle und kann damit noch weitere Sachen verzaubern. So. Und ja, das werden wir jetzt machen. Wir werden hier das zweimal, na, erstmal zweimal upgraden. Dann haben wir hier plus 50 drauf. Das ist schon ganz nice so. Und natürlich bekommt meine Kunigunde auch einen guten Stein. Und von daher dürfte das sich jetzt nicht mehr allzu viel nehmen von den Attributen her. So, ne? Ich meine, klar, hat zwar jetzt keinen guten Runenbonus auch drauf, aber hatte der ja sowieso nicht. So, und dann können wir das jetzt hier, dadurch, dass wir ja, das ja schon mal in die Toilette geworfen haben, können wir das jetzt einfach zum Schmied bringen, ja, und das Ganze hier zerlegen. Das werden wir jetzt tun. Zack. Und haben dadurch dann schon wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. So, das ist das zweite Upgrade in Anführungszeichen für die Kunigunde, ja. Also im Prinzip haben wir ihr jetzt ein paar gute Schuhe genommen, so. Die sind zwar jetzt von den Grundwerten besser, aber die anderen waren halt sehr gut verzaubert gewesen. Aber ich glaube, jetzt kommen wir, ja, weiß ich nicht, mit den plus 50 und der hat halt jetzt einen besseren Edelstein drin, ne? Also wir kommen etwa auf plus minus 0 so ungefähr raus, vielleicht mit ein bisschen Minus. Habe ich jetzt nicht speziell ausgerechnet. Dafür haben wir aber sehr viele Kristalle wieder bekommen, die wir dann später auch wieder gebrauchen können. Gut, jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar haben wir hier immer noch ein Schwert am Start für den Bertram. Ja, und beim Bertram haben wir auch eine Attributswaffe drin mit einem Schadenstein drin. Ich glaube, den blauen Stein, den werde ich auch noch behalten. Allerdings ist die auch schon jetzt wieder ein bisschen outdated und die ist immer noch von dem, wie beim Marquardt auch gewesen, die Waffe, die wir geblättert haben, bevor wir Unge, also den letzten Gegner im YouTuber-Dungeon gelegt haben. Das heißt, hier das gleiche wie beim Marquardt. Ich brauche hier keinen Schaden mehr zu stacken, sondern eher Leben, sag ich mal. Und das bringt mir mehr, würde ich mal jetzt so behaupten, overall mehr, vor allen Dingen beim Bertram, der ja sowieso ein bisschen mehr Leben stackt, da lohnt sich das schon. So, der hat hier eine gute Dreier-Attributswaffe drin und hat hier auch einen guten Runenbonus drauf mit Eisschaden plus 14%. Das ist ganz nice. Und deswegen werden wir auch hier die Waffe verbessern, ja, oder austauschen zumindest. So, ich hatte gerade geguckt, hier haben wir auch noch einen normalen Bogen drin. Das werden wir, wenn wir eine gute Waffe bekommen sollten, irgendwann mal wird die Kunigunde auch wieder auf einen Dreier-Attributsbogen umsteigen. Ja, jetzt erstmal behält sie noch den. Zumal bei der Kunigunde bin ich eh Fan davon, dass die eher Schaden raushaut, weil die halt die Fähigkeit hat auszuweichen. Und dadurch kann man sehr hart reinlacken. Deswegen, das finde ich gar nicht mal so bad. Aber beim Bertram würde ich mal sagen, lohnt sich das nicht so. Deswegen Edelsteinsockel hinzufügen für Pilze. Zack, werden wir das Ganze ausrüsten. Bekommt einen Edelstein rein. 1463 haben wir hier. 1530, also auch nochmal. Ein huges Upgrade, ja. Und das Ganze zweimal. Oh, ich weiß gar nicht. Verbessern. Obwohl Waffen lohnen sich nicht so häufig, so doll zu verbessern. Vor allen Dingen die kann ich halt. Obwohl, doch, die könnte ich noch durchspülen, aber ich glaube, das, ja, gut, würde sich jetzt auch nicht mehr so bemerkbar machen. Wir bleiben bei zweimal, dann hat die plus 51. Obwohl, es lohnt sich schon, ne? Also bei der Waffe speziell, komm, wir machen nochmal hier. Na gut, dann ist es bei plus 77, okay, aber dann lassen wir das auch. So, dann haben wir das jetzt hier. Jetzt müssen wir noch dran denken, ja, ganz wichtig, wir müssen hier noch die Waffe verzaubern, damit wir auch hier die 5% Crit-Schaden noch mehr obendrauf mitnehmen. So, Handschuhe sind ja so gleich geblieben. Und ja, dadurch haben wir jetzt sehr viel Platz wieder im Inventar, was mich generell immer freut. Ja, das ist immer sehr nice. Und ja, ich würde sagen, unsere Begleiter und ich selbst sind jetzt ganz gut ausgerüstet so. Ne? Also ich glaube mal, ich habe da mit paar gute
ein paar gute Upgrades gemacht, hoffe ich mal zumindest, ne? Und ja, gucken wir mal. Jetzt mit der neuen Waffe hier. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich gucke immer, keine Ahnung, gefühlt 10 Mal, dass ich noch irgendwas hier noch vergessen habe oder so. Ja, jetzt bin ich erstmal auf der Suche nach neuen Edelsteinen, damit wir da auch ein paar ja, gute Funde bereit haben, weil jetzt haben wir ja auch die ganzen Tage Epic Event. Das heißt, ich hoffe insgeheim immer noch mal, dass hier irgendwas auftaucht, ja, damit ich das dann auch dementsprechend austauschen kann. Und ja, ich freue mich in erster Linie erstmal dafür, dass wir wieder ein paar Sachen hier, paar Plätze im Inventar frei haben, weil vor allen Dingen jetzt, wo Fünffach Event ist, kommen halt immer sehr viele Sachen auf einmal. Dann hast du auch noch die ganzen Ressourcen, die dann im Inventar auch noch Platz wegnehmen und so, ne? Und ja, deswegen ganz nice auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass ich damit jetzt einigermaßen alles richtig gemacht habe. Also ich denke mal zumindest, es ist besser als mit der alten Waffe. Vor allen Dingen die alte Waffe ist ja jetzt auch nicht einfach so weg, sondern die hat ja meinen Marquard so, ne? So, diese Waffen, die kann ich halt immer wieder finden. Die sind halt relativ leicht zu bekommen aus dem Waffenladen so, ne? Wenn man jetzt mal so guckt, hier habe ich schon eine Spanne bis 4,6 schon rechts raus, ne? Also da geht schon einiges mehr. Also ist die jetzt ja eh schon wieder outdated. Von daher alles cool soweit und ja. Ich denke mal, das wird uns in den Dungeons wieder so ein bisschen voranbringen, hoffe ich mal zumindest, dass wir da jetzt wieder ein bisschen besser aufgestellt sind so. Und dann werden wir mal zum Abschluss mal einen kleinen Kampf machen. Es macht sich natürlich, die ganzen Sachen, die ich jetzt gemacht habe, ne, die machen sich natürlich kaum bemerkbar, sag ich mal, in den Dungeons, weil wir eh hier jetzt schon relativ weit sind so. Okay, da wird der Marquardt nochmal gewone-shottet. Ich glaube, das war aber auch ein Crit gewesen. Falls sie nicht critten sollte, dann glaube ich, bekommen wir die auch mit 2 Hits oder so. Ja, also ich habe ja jetzt auch 2 Hits ausgehalten. Und ja, ich denke mal, dass die auch bald in naher Zukunft liegen wird. So, ich habe jetzt leider eine Quest angenommen mit meinem Epic-Equipment. Das ist nicht so nice. Da haben wir jetzt wieder einfach mal so 5 Millionen eingebußt, dadurch, dass ich das jetzt vergessen habe, vorher auszutauschen, bevor ich die Quest hier abgeholt habe. Sehr fatal, sehr fatal. Ich glaube, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Auf lange Sicht gesehen ist es auch wirklich echt krass, muss ich sagen. Aber ja, gut. So ist es nun mal. Jetzt haben wir wieder unser altes Equip an zum Leveln. Und ja, dann soll es das für die heutige Folge gewesen sein. Ja, die Waffen werde ich jetzt, glaube ich, ja, ich weiß nicht, einfach verkaufen oder so, keine Ahnung. Mit der können wir ja jetzt sowieso nichts mehr anfangen. Edelstein könnte ich noch rausgewinnen, aber der ist ja auch nicht mehr so aktuell. Das heißt, wir werden das Ding los und bei dem hier, ja, also mein Begleiter kann es halt nicht gebrauchen, so, ne? Ich weiß nicht, wir könnten eventuell, obwohl, ja, ich hatte überlegt für die Kunigunde, aber die hat ja auch einen relativ aktuellen Bogen. Also der ist zumindest aktuell mit der Waffe, die wir jetzt hier haben. Ja, deswegen einfach weg damit. So. Und jetzt haben wir wieder schön Platz im Inventar. Das ist doch sehr nice und brauchen dadurch jetzt auch nicht die Schatzkammer ja, ausbauen, sondern können uns weiter auf die Edelsteinmine konzentrieren. Haben jetzt wieder sehr viel mehr Platz im Inventar. Und ja, so kann das auf jeden Fall weitergehen. Ich bin gespannt, was jetzt noch die restlichen Tage uns bringen hier zum Fünffach-Event. Ich hoffe mal, dass da noch das ein oder andere Epic vorbeischaut. Und ja, dann war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen 4. Advent und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.